doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. So, meine Damen und Herren, ein herzliches Hallo. Von meiner Seite, mein Name ist Niklas Wurz im Sommer. Für die Leute, die mich nicht kennen, für die Leute, die mich können, ihr könnt mich Willi nennen. Es ist ein neuer Tag, neues Glück und neuer Vlog. Und wohin es geht? Ja, selbstverständlich auf die Gaming-Woche. Ich bin ein waschechter Gamer. Das heißt, was wäre eine Gamescom ohne Gaming Willi HD? Wir werden einen Vlog aufnehmen. Wir werden nach Kölsch fahren, weil ich bin ein Kölscher Jung. Ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Kommentiert, abonniert diesen Kanal. Wir sind kurz vor 1 Million. Lasst uns die 1 Million voll machen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch unglaublich viel Spaß. Ja? Macht's gut. Super. Bis gleich. Ashraf hat mir Trackies geschickt. Doch ich wurde 6-mal gerippt. Das von 6 verschiedenen Chicks. Kleiner Hot Take. Das Wetter in Deutschland ist stimmungsvoller oder leidenschaftlicher als die meisten Frauen in Deutschland. Gestern waren hier in Nürnberg 30 Grad. Heute? Unglaublicher Regen. Ja, nee, ist ja auch geil. Ich bin jetzt hier gerade in einem Tanktop, in einer kurzen Hose. Das kommt mir alles zugute, weil da brauche ich nicht mehr duschen. Ich stink auch nicht mehr. Und ich meine, Blumen brauchst du nicht mehr, Auto nicht mehr waschen. Es hat einfach nur Vorteile und ich finde es voll geil. Und jetzt kommt ein Call, den ich für Allgemeine sage. Seit meinen 25 Jahren, die ich lebe, und ja, ich bin 25, obwohl ich noch ein bisschen hip und Frankie bin, das war der schlechteste Sommer in meinem Leben. Warum? Zu meiner Zeit, als ich so jung war, also richtig jung, da musste ich mich tagtäglich entscheiden, gehe ich ins Freibad, gehe ich Fußball spielen, bei 30 Grad, aber wirklich den kompletten Sommer lang waren das meine Entscheidungen. Fußball spielen oder ins Schwimmbad. Aber ich habe dieses Gefühl, also dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass der Sommer so schlecht war. Und ich rede nicht von mir. Also wir sind jetzt gerade einen kurzen Pipi-Break machen. Mich würde mal gerne interessieren, wie die Reaktion von den Männern da drüben gleich ist, wenn ich hier ein bisschen Stimmung reinbringe, ja? How much cost the fish? The chase is better than the catch. Your support! If you got the best man. So, Freunde der Sonne, wir sind jetzt in Köln. Coach! Der nächste Step wird die Gamescom sein. Ich sag euch offen und ehrlich, ich habe keine Erwartungen. Also ich war noch nie auf einer Gamescom. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich lasse alles auf mich zukommen. Alle Eindrücke lasse ich auf mich wirken und probiere das Maximale aufzusaugen und auch jeden Moment zu genießen. Und ich freue mich. Nein, wir werden da hingehen, werden geile Games zocken, schwitzen, stinken. Weil das ist das Ziel einer Gamescom. Ja? Ne, Meti? Yes, sir! Stimmt's, Metin? Yes, sir! Ne, Metin? Du sagst es. Wir lassen uns nicht die Laune verderben, auch wenn das Wetter nicht ganz mitmacht. Wir haben mega Bock und schauen nach vorne. Yes, sir! Big Bro, Bro, sag Big Bro. Big Bro! Kenneth! Tsubasa! Also hier, komm, Rabona in Köln connected. Nein, Rabona kommt aus Köln. Auf jeden Fall habe ich gerade erfahren, dass da voll viele Leute sind, die verkleidet sind und so. Crossplay. Das wird so eine neue Experience für mich. Ich werde vielleicht mich auch verkleiden. Mein Gott. Jetzt gibt es einen kleinen Outfit-Wechsel und ich wollte immer mal so ein Ding machen. So, ich springe jetzt hoch und dann wird das Outfit gewechselt sein. Ich habe gerade erfahren, dass das nicht gut aussieht. Wir werden es anders probieren. Nein, nochmal, ich spiel hoch nur. Und das wird so schlecht ausschauen. Ich bin hier gerade im Rabona-Büro. Alter, wie geil, ein Bild von Eli. Alter, wieder Eli. Sydney, Eli. Oh mein Gott, was haben wir denn hier? Für alle Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, das offizielle Trikot von Delay Sports. Erhältlich bei 11 Team Sport, Sponsoring bei Adidas. Oder war was falsch? Beides Partner. Beides Partner, super Ding. Wir fahren jetzt 4 Stunden zur Gamescom. Witzig, ich hab ein bisschen Blähung. Bruder, bitte lass ein Bild machen. Hey, Willi! Wir sind jetzt hier gerade in der Red Bull Lounge.
Hier sind anscheinend die ganzen Creator, die ganzen wichtigen Leute. Janis ist da. Janis ist cool. Für alle Leute, die Janis nicht kennen, absoluter Motherfucker in Fortnite. Er und Reason und Valial. Zwergen. Okay, heute akzeptiere ich Zwergen. Sind immer mit. Ich hab extra ein Shirt. Wie? Du hast ein schönes Shirt an. Mir ist das voll peinlich, weil ich glaube ich so wenig Leute kenne. Nicht auf Disrespect-mäßig, aber ich kenne halt zum Beispiel das Tabak. Tabak kenne ich. Fußball, FIFA. Zeig mal, Tabak. Wakes daneben. Ja, weißt du, kenne ich. So. Kann ich, bin ich mit in touch. Aber es gibt auch so Leute, die einen sagen gerade so, na, was geht, alles klar? Ich gucke an, ja klar, bei dir? Dann wusste ich nicht, was ich sagen sollte und sagt, was gibt's Neues? Ja, und da hat sie mir dann irgendwas gesagt, ich so, ach krass. Also ich habe so meine Basic-Sätze drauf, wo ich glaube ich ein bisschen diesen normalen Austausch spüren kann. Lass uns mal hoch. Jo, mach mal die Runde, Bro. Jo, was ist gut, Bro. Ich stelle mir auch gerade die Frage, sagt man jedem Hallo oder sagt man das nicht so? Geh mal einfach durch und sag ihr ein Hallo. Hier oben Präsident, schau jetzt. Heute werden wir auch noch im Laufe des Tages, werde ich hier ein Fußballquiz machen, aber nur mit den Leuten, die ich kenne, weil sonst ist mir das unangenehm. Wir haben wieder Fußballfragen vorbereitet, wie bei Battle of the Socials. Da werde ich höflich die Leute fragen, ob das in Ordnung ist, wenn ich die kurz für Video ausleihe. Und dann werden wir testen, wer hier auf der Gamescom nicht nur Ahnung vom Gaming hat, sondern auch vom Fußball, weil das ist ja elementar. So, als nächstes haben wir einen guten Willi dabei. Ja, klar, natürlich. Okay. Ich trinke jeden Tag Vita-Base. Ja, klar. Die Einzelnummer. Natürlich. Ist eine Simulation. Für alle, die nicht kennen, Lenny Reason Focus. Das ist Lennys Freundin. Lenny und eine Freundin. Digga! Er sitzt in Fortnite und beleidigt bis heute noch Menschen als Hurensohn. Random. Blockhaus Burger. Ist es? Certified. Wow. Der ist super. Boah, ich habe hier schon auch sehr viele weggeputzt. Was mit deinem Outfit? Boah, es hat geregnet. Sie morgen an, morgen ist Sonne. Lenny, Janis und Vadial, diese drei Kackspacko, so wie sie da stehen, die haben schon über 1 Million Euro verdient. Durch Earnings, das ist ganz krank. Der Mann mit der Brille hat über 500.000 schon gewonnen. 500.000? Ja. Guck ihn dir mal an. Das ist so surreal. Deswegen, gutes Gaming macht sich bezahlt. Wir haben Willi und so. Die sind auch Creator. Also, wie man es auch erkennt, der Mann kümmert sich um die Minecraft-Server. Oh mein Gott, man das. Blue Lock, ja, Nagi. Let's go, schön, danke. 1:1. Sehr geil, ja, super. Was ist denn Daniel einfach nur, Digga? Sag. Ja, Leute, Daniel ist hier. Adams Kamera für uns, so einer redet doch. Ich soll Kamera raus, oder? Willst du noch Insta-YouTube erwähnen, irgendwie sowas? Eingeblendet. Ich kenne ja voll viele nicht und ich probiere jetzt mit jemandem zu connecten und die Nummer auszutauschen. Dass wir die Nummer austauschen. Geh mal aus dem Bild. Jetzt sehe ich Mr. Dr. Smile himself. Looking good. Smelling fresh. These looks, man. Die Frage, die ich mir stelle, hier mit einigen Creatoren tatsächlich gemacht. Wie sieht die For You Page aus auf Instagram? Von den ganzen Jungs hier. Achso, ja. Kann ich dir jetzt offen und ehrlich. Kann ich da. Warte, ja, ja. Klassiker, eine Mischung aus Fußball und so. Attraktiven Frauen. Wir machen mal hier den Neulader. Ich werde jetzt irgendjemanden ansprechen und sagen, ey, wie krass ich dein Content finde. Und mein Ziel ist es halt, dass ich deine Nummer rausgespannt. Dass wir Nummern austauschen. Hey, ich feiere dein Content extrem. Okay. Ja, wir werden es auf jeden Fall im Laufe des Abends. Oh! Dunnen! Dunnen! Ja, tatsächlich, ja. Du, Andy. Ja, also, ich habe wirklich Dunnen. Ich habe keinen Sorgen. Hugo!
Hugo! Willi! Willi! Wo bist du weg? Geil, dass du auf der Gamescom bist. Ey, Auto, ne? Auto. Okay. So, das machen wir wieder mal, Freunde. Wir hatten echt viel Spaß. Mr. Nice Guy. Yeah. Besser als Fisch, ne? Nächster. Ey, ich krieg immer noch, ich hab immer noch kein Geld von Billy gesehen. Wo bleibt mein Pasta? Billy ist der Beste. Er ist mein Sugar Daddy. Ich werd gespoilt bei Willi. So, wir sind hier gerade in den Hallen. Wir sind gerade in den Hallen. Roat hat jetzt einen Auftritt. Ich habe gesagt, ich begleite ihn. Roat, geh mal schneller. Guck mal, wie viele Leute hier spielen. Raffi! Der Soldat. Yes! Da waren so viele Leute. Digga, ich höre nicht mehr auf ihn. Kommst du mit? Nein, Bro, geil. Nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Aber er hat's geklärt. Digga, du hast in deinem letzten Vlog, der bestand nur aus Fastfood. Schaut euch, Roat seinen letzten Vlog an und achtet auf die Ernährung. Dreimal Burger King, zweimal McDonalds. Bro, chill. Ist gut, Bruder, doch, ich ist machen? Gut. Ich war nur unterwegs. Roat, ist gut. Ja. Bro. Wo ist Metin? Check den Film, Bro. Okay, gotcha. Boxkampf, Dorian gegen Willi. Okay. Wir haben einen neuen Feature, Fresh von Malle. Hey. Du bist krank, fällt mir sicher auch. Bruder Mallorca, du hast irgendwas ja, gegeben. Wie läuft's mit deinen 30 Tagen? Ja? Bro, ich wollte durchziehen, Bro. Aber... Start von der Baden, Omid ist jetzt auch am Start. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich war gerade auf der Bühne und die Crowd war... Nein, vielen, vielen Dank an Roat, mein Schatz. Cool, dass du mich mitgenommen hast. War aber voll falscher Ehrgeiz. Er sagt einfach, du kommst jetzt mit auf der Bühne. Und ich so, ja, wie? Also, ja. Du spielst, Digga. Nee, Mann, Digga, mein Gaming ist zu crazy für den Shit, Mann. Ich hab Earnings. Ihr wisst so. Fragt einen Geller. Fragt einen Itney. Fragt sie alle. Fragt einen Ralle. Selbstverständlich sind wir der Meinung, Gamescom war cool. War auch cool, dass wir dahin durften. Ist ja nicht selbstverständlich. Einerseits haben wir nichts dafür bekommen. Ich war da. Was ist denn? 30 Stück. Wisst ihr, was das heißt? Submarathon. 30 Tage. Jeden Tag ein Red Bull. Bei 100 Subs. Wie viele Red Bulls schaffe ich an einem Tag? Ja. Ich bin jetzt bei 26. Das Video kommt auf Tomolix seinem Kanal. Was machen 80 Red Bulls mit einem? Schalke liegt 2-0 hinten. Das ist an Köln schön. Roat, diese lockere Playboy, ne? Wir wissen alle. Ayo, nochmal, ich hab dich doch auf dem Schirm. Wir sind jetzt hier noch was essen im Café de Paris Köln. Mit ein ehrliches Feedback. Oh, Pit Warrior. Wir werden gleich noch ein paar Deep Talks führen, dann keine Sorge, Chat. Du bist so schlimm, du bist so schlimm. Tagliarini mit frischen Trüffel. Also ich sag dir mal eins, Manni und Diego sind viel süßer. Das sind keine Schmuse, das ist kein Schmusekatze. Kein Schmuse, keine Schlecki. Kriegst du Schleckis von deinen Katzen? Sag, kriegst du Schlecki? Ja, der gibt mir auch Schleckis. Also Manni und Diego, Manni und Diego geben immer Schleckis. Ihr seid die Einzigen, die mich nicht enttäuschen. Ja, die immer so hochholt. Du bist so flauschig, du bist ein flauschiger. Verflauschte Flauschkater. Du feierst den Underground-Shit, Digga. Nein. Hey, make some fucking noise für unseren Bruder, der in Deutschland was bewegt hat. Warte. Jetzt richtig kommt in Deutschland? Ja. Lucky. Er ist so jetzt in Deutschland angekommen. Ja, safe. Na Bruder, wir wissen doch schon. Hallo, jetzt bleib mal ruhig. Ich war 2017 auf Kali-Konzert in München. Und dann habe ich gesagt, schau doch mal, Bro. Ja, nein, jetzt mal Real Talk. Hast du schon mal Drake gehört? Habt den auf dem Schirm. Wir wissen gar nicht, dass Roat
Curtis und Don Toliver connected hat. Bruder, aber was auch jetzt mal, danach ist auch Schluss. Dank ihm ist Harry Kane zu Bayern gekommen. Roat hat RP nach Deutschland gebracht. Nein, ja, nee. Ja, wie gesagt, Bro, vielen, vielen Dank, much love. Devin, mach mal hier emotionale Musik drüber. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber vieles in meinem Leben hat halt einen ganz anderen Impact, seit Roat halt den ganzen Shit in Deutschland umkrempelt. So, was wäre heute aus mir geworden? Das muss man appreciate. Ja. So, bald gibt's Sachen von mir, die gibt's noch nicht mal in Amerika. So ein Ding. Deutsche Kanye. Ich sag dir einen Künstler, den du noch nicht auf dem Schirm hast. Musti. Musti Abe. Galatasaray-Fan. Der Bruder, der kann alles. Stimmt's, hab ich recht mit ihm? Auf jeden Fall. Bro. Wo du stehst auf. Immer dieses kurz guck aber drauf. An alle meine Brüder. Alfred Osun. Sachdin. Lasst euch schmecken. Essen, Feedback? 9 von 10. 8. Danke für sehr, sehr Zeit. Gut. Moin. Das war sehr lecker. Also ich glaube, das war die schlechteste Essensbewertung, die es jemals gab. Aber es ist ein guter Laden. Kann ich euch empfehlen. Ich bin aber gespannt auf die Rechnung. Ich glaube, da gibt es vielleicht noch mal ein neues Gewitter in Köln. Lässt er sich nicht lumpen? Zu seiner Diät kommt noch mal ein kleiner Proteinshake. Ja, Früchte, sieht keiner. Ich glaube, das war's vom Vlog. Nein, wir gehen auf Lost Place. Ja, aber ich nehme das nicht auf. Doch, 1, 2, 10. Nein. Oh mein Gott. Also wir sind gerade auf dem Heimweg. Ey, ich weiß nicht, was passiert, aber wir lassen uns die Laune versauen von dem Wetter. Ich habe das Gefühl, also ey, oh mein Gott, ihr wisst nicht, was hier für Blitze reinknallen. Wir probieren es euch mal zu zeigen. Achtung! LKW, oder? Ich will nicht irgendwie dieser Spießer sein, aber bei diesem Wetter, ich weiß nicht, ob man es auf Video sieht. Digga, überholt mich ein LKW von links. Nimmst du einen Schuh? Oh mein Gott! Was? Ey, ein LKW überholt mich auf der linken Spur. Keine Ahnung, wen du was lieferst, aber selbst der Präsident kann warten. Das ist rücksichtslos. Guckt euch den an, guckt ihn an! Hey! Oh mein Alter, ich kann das. Guckt bitte euch das Wetter an, bitte. Guck mal. Warte mal, film so dahin, ich komm so rein. Das war's mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie euch das Video gefallen hat, was man besser machen kann vielleicht. Lasst ein Like und ein Abo da. Und es geht 1-1. 2-2, Mr. Nice Guy. So High School Musical American Pie.